In der Bezirkshauptmannschaft Ried sitze ich zusammen mit Dr. Gerhard Obermeier von der BH und dem Polizeichef des Bezirkes Ried, Wolfgang Zieher. Gemeinsam besprechen wir die aktuelle Verkehrssituation in und rund um Ried. Der Verkehr in Ried ist natürlich derzeit erschwert passierbar, wobei wir schon einige Jahre eine Kette von Baustellen haben. Das hat begonnen mit dem Ausbau der Geothermie und in den letzten Jahren oder Monaten verstärkt natürlich die Schaffung eines neuen Verkehrskonzeptes aufgrund der Eröffnung der Weberzeile. Aber nicht nur in Ried, sondern auch in den umliegenden Gemeinden wie unter anderem in St. Georgen bei Obernberg oder in Tummelsam ist man um optimale Verkehrslösungen bemüht. Es ist eine Kette von Kreisverkehren errichtet worden, beginnend bei Team 7 über St. Anna und der unmittelbaren Erschließung der Weberzeile. Und derzeit in Bau ist noch der Kreisverkehr beim Landesgericht in der Bahnhofstraße. Wir bekommen jährlich eine Auswertung der sogenannten Unfallhäufungsstellen, wo nach bestimmten Kriterien das gesamte Straßennetz überprüft wird. Und wir werden dann auch in weiterer Folge immer Lokalaugenscheine machen, um festzustellen, welche Verbesserungen möglich sind. Wir müssen die Verkehrsunfälle senken. Wir machen alles, wir versuchen alles, dass wir mittels Aufklärung, mittels Bewusstseinsbildung der Bevölkerung das beibringen, damit wir wirklich die Unfallzahlen senken. Wir machen sehr viel Alkotests. Der Alkohol ist kein Kavaliersdelikt, das ist eine bewusste Übertretung. Und gegen diese Übertretung werden wir ganz massiv in Zukunft natürlich auch ankämpfen. Die Kinder sind unser höchstes Gut, was wir haben auf unserer Erde. Und ich bitte wirklich alle Eltern und auch Großeltern, diese Rückhalteeinrichtungen zu benutzen. Wir strafen hier rigoros, hier gibt es keine Abmahnung. Und ich bitte, das wirklich zu beherzigen. Neben der Eröffnung der Weberzeile wird an diesem Wochenende Freitag und Samstag eine Shopping Night mit einem großen, umfangreichen Rahmenprogramm sein. Es wird daher die gesamte Innenstadt für den Verkehr gesperrt sein und wir arbeiten derzeit an einem Verkehrskonzept, um sicherzustellen, dass alle Besucher ausreichend Parkplätze haben. Die Betreiber der Weberzeile werden auch einen Shuttle-Dienst einrichten. Nach der Eröffnung der Weberzeile Ende August kann Ried dann baustellentechnisch endlich zur Ruhe kommen.